Du hast erzählt, der Hegel hat sich absolut unverständlich ausgedrückt. Ja? Punkt 1. Punkt 2, er war ein bisschen eine merkwürdige Figur öffentlich. Ja. Und Punkt 3, was jetzt für wirklich klar geworden ist, er war ein ganz großer Lehrer. Ja? Weil er letztlich Wirkung gezeigt hat, die du jetzt sehr deutlich gemacht hast und die uns was sagen kann. Und ich frage mich jetzt, wo finde ich denn solche Figuren sonst in der Welt? Und dann ist mir ein Zen-Meister eingefallen, der in Widersprüchlichkeit in Koans redet, um uns dazu zu bringen oder seine Schüler zu bringen, selber irgendwo mit sich zu schaffen. Also diese Leere, die sie empfinden und an der sie leiden, bis zu einer inneren Erleuchtung zu bringen. Und der dann lächelnd weitergeht und das nächste Koan stellt, die nächste Aufgabe. Kann ich den hier so ein bisschen mit dieser Art verstehen, als einen Zen-Meister? Das ist jetzt die Gelegenheit, auf die ich gehofft habe. Nämlich, ist nicht abgesprochen. Ich habe das wirklich nicht sehr ausgewählt. Das ist einfach sozusagen der erste Paragraph, der mir entgegengestarrt hat, als ich sozusagen das Buch, die Phänomenologie des Geistes. Ich möchte jetzt 4, 5 Seiten, vier, fünf Sätze nicht vorlesen, um unter Umständen beides anzudeuten. Also einerseits schon, dass er auf eine Art und Weise sich ausgedrückt hat, die Missverständnisse eingeladen hat. Also es war so unverständlich, dass natürlich alle möglichen Leute sich was ganz anderes daraus selber zusammengeschnitzt hatten, als er ursprünglich beabsichtigt hat. Aber auch, dass da eine gewisse Ähnlichkeit ist. Also, dass sozusagen er ist so unverständlich, so wie manche von den berühmten Zen-Beispielen. Also, wie würde sich ein Klatschen anhören, wenn nur eine Hand da wäre? Man hat das Gefühl, ja, also, ich verstehe das ebenso wenig. Also hier ist jetzt ein paar Zeilen. Dadurch nun, dass das Bestehen des Daseins, die sich selbst Gleichheit oder die reine Abstraktion ist, ist die Abstraktion dann reiner von sich selbst oder es sich selbst seine Ungleichheit mit sich und in seiner Auflösung seine eigene Innerlichkeit und Zurücknahme in sich sein werden. Durch diese Natur des Seienden und umso mehr das Seiende diese Natur für das Wissen hat, und so weiter. Also ich hoffe, ich habe den Beweis geliefert, dass es nicht so leicht zu verstehen ist. Ja. Ich überlege mir gerade, wer wann auf die Idee kam, diesen einfachen Spruch auf unseren Bahnhof zu schreiben und warum. Da steht doch so ein Hegel-Spruch, oder? Dass die Furcht zu irren schon der Irrtum selbst ist. Dass die Furcht zu irren, ja, ist schon, er hat es schon gesehen, den Spruch. Leutschrift. Zweite Kapitel. Das ist ja nicht zu übersehen, ne? Ja, aber in dem Zusammenhang, ich überlege nur, wie der jetzt in Stuttgart auf den Bahnhof kommt, vielleicht weiß ich es nicht. Nein, vielleicht kann ich dazu sogar frecherweise was sagen. Ja. Weil das ist mir neulich tatsächlich vor wenigen Tagen richtig in den Kopf gegangen. Nämlich, es ist sehr gut möglich, es ist sogar beinahe wahrscheinlich, dass der Obama die Wahl im November schrecklich verlieren wird. Und ich habe mich gefragt, wieso ist das? Was ist es, dass er nicht hat? Und da ist mir eingefallen, dass der Roosevelt oder Roosevelt, wie ihr sagt, der hat diesen Satz geprägt. Der berühmteste Satz von Roosevelt ist: We have only one thing to fear, and that is fear itself. Und das ist sehr ähnlich diesem Satz. Und es, was mir sozusagen in meinem Kopf aufgetaucht ist, da ist eine gewisse Qualität, die der Roosevelt hatte, die es dazu machte, dass auch in einer schrecklichen, schrecklichen Krise die Menschen Vertrauen an ihn, in ihn hatten. Und das etwas Fragwürdige, du kannst da ganz mit mir nicht übereinstimmen, wenn du willst, ist, dass aus meiner Sicht heraus auch jetzt in der Wahl
Obama zeigt sich andauernd als noch optimistischer als irgendjemand anderer. Also es wird alles gut und es ist alles so, wie ich es eigentlich erhofft habe und es ist alles in Ordnung. Und ja, und meine Frau ist schwanger und es kann gar nicht besser sein. Und das ist das Allerletzte, was Amerika jetzt braucht. Was Amerika jetzt braucht, ist jemand, der sagen würde, wir sitzen in der Scheiße bis dahin. Und was machen wir? Wir kommen wieder raus. Wie kommen wir uns wieder raus? Und nebenbei gesagt, wir versuchen mit großen Anstrengungen aus Detroit ein Beispiel zu machen, dass natürlich Detroit ist die schwarze Stadt und alle möglichen Leute von Obama sind dauernd in Detroit. Das wäre ein, und vor kurzem, vielleicht kann ich das erwähnen, also vor ganz kurzer Zeit war in dem deutschen Arte-Sender ein Bericht über Detroit, der jetzt auch im Internet ist. Und also unser Versuch ist, und da ist gewisse Ähnlichkeiten zu Stuttgart, aber wir sind nicht so anspruchsvoll, im Vergleich zu wagen. Also, dass sich da etwas entwickelt, dass das Beispiel werden könnte, dass der Obama unbedingt braucht, wenn er also sagen könnte, das ist, was wir brauchen und nicht das, was wir sagen. Ich wollte nicht unbedingt dieser, jetzt ist etwas Zeit, also wir können auch uns etwas mehr über Kant unterhalten, trotzdem haben wir natürlich schrecklich unsere Hand.